Vor 4 Monaten waren die Pranken noch richtige kleine Buschipfoten. Und das imposante Maul war ein winziges Babyschnörli. Mittlerweile aber ist aus dem Leuenbuschi Sandra ein sicher doppelt so grosses Leuenfräulein geworden. Herr Schoch, wir haben ja dazumal in der Antenne haben wir das Leuenbuschi vorgestellt, unsere Zuschauer, und haben einen Platz für sie gesucht. Wie ist jetzt das eigentlich gegangen, dass Sie denn diesen Platz gefunden haben? Nach dieser Sendung hatte ich einen riesen Ansturm von Telefon, teils von Hausfrauen mit grossen Gärten, teils von Männern, die Tierzwinger haben ihnen dazugegeben, Hundezwinger. Ja. Der Heilige Redler war darunter. Nein. Und darunter auch 2 Herren, die ein Leuenmantel hatten und kein Weibli. Ja. Auf die habe ich mich dann konzentriert, habe beide Plätze angeschaut und habe mich dann entschlossen, den Leu da auf Augstaben zu geben, wo ich gesehen habe, dass er gut aufgehoben ist. Zu Herr und Frau Heller. Herr und Frau Heller, jawohl, die einen rechten Platz hat und einen Auslauf hat. Und ich habe gedacht, ich hätte da meine Sache recht gemacht. Au. Herr Heller, wie sind denn Sie überhaupt zu diesem ausgefallenen Hobby gekommen, Leute zu halten? Halt, nimm den Biss, der Biss. Oh, yeah. Das ist gefährlich. Geht nicht. Nein, so ausgefallen kann. Herr Heller, wie sind Sie denn auf das ausgefallene Hobby gekommen, Leute zu halten? Ich habe selber mal gleich wie der Herr Schoch. Hat das Cäsar sollte nach Italien als Fotoleu verwendet werden. Ich habe ihn gesehen beim Transport, als er dort in die Schweiz kam. In einem sehr schlechten Zustand. Er hat Station gemacht. Wir wollten ihn aufpäppeln. Das war nicht möglich, weil er unteren war. Er hat mich gedauert und aus diesem Grund habe ich ihn gekauft. Sie haben es also probiert und Ihre Leu ist genauso wie die kleine Sandra zu einem fantastischen Exemplar ausgewachsen mit viel Liebe. Ja, man hat ihn halt gepflegt dementsprechend. Man hat ihn mit Vitaminpräparat aufpäppelt, wie man so sagt. Und heute ist er zweig, gleich wie Sandra. Es ist ja eine Gemeinheit, dass überhaupt die Raubkatzen neuerdings so viel missbraucht werden, einfach als dekorativer Hintergrund oder zum Fotografieren. Leider ist es heute so. Hauptsächlich in Italien werden die Leute für den Zweck missbraucht. Sie werden schlecht gepflegt. Sie müssen einfach im Zweck dienen als Fotomodell, wenn man ja, so sagt. Ja, genau. Und wenn sie nachher gross sind, werden sie einfach erschossen und abgetan, fertig. Ja, nur ich glaube wirklich, dass die beiden Leute hier Fans daheim gefunden haben bei Ihnen. Wie war es überhaupt? Hat die kleine Sandra denn den grossen Cäsar sofort akzeptiert? Nein, im Gegenteil. Die Kleine wollte vom Grossen gar nicht wissen am Anfang. Sie wollte die Madame spielen. Der Gross hat sie sofort akzeptiert. Es ist ein paar Tage gegangen, dann hat sie sich auch beruhigt. Eine Zürcherin wird natürlich der Partner ja, nicht genau unbedingt gerade akzeptieren. Herr Heller, wie ist denn die Liaison jetzt? Geht das gut? Gehen Sie züchten bald mit Ihnen? Ja, das geht natürlich noch etwa 2, 2,5 Jahre, bis beide so weit sind. Dann hoffe ich, dass wir können züchten mit Ihnen. Wie ist denn das Verhältnis zu den Menschen? Sie sind so weit ungefährlich. Es ist nicht gerade so, sie wurden angegriffen. Allerdings muss man vorsichtig sein beim Spielen, weil sie eben sehr viel Kraft haben und ein bisschen ausgefallen spielen ihnen. Jawohl. Danach wünsche ich natürlich jetzt zusammen mit unseren Zuschauern, dass dem Brutpaar ganz viel Nachwuchs beschert ist. Und ich bin überzeugt, dass Sie jetzt zufrieden sind, liebe Zuschauer, dass wir Ihnen endlich gezeigt haben, wo ist Sandra, das Leuenbaby vom letzten Herbst, überhaupt hingegangen.